Hier sind es wahrscheinlich die Pfeile. Plus vielleicht der Flachs, der es ein bisschen voll macht. Was hier drin ist, das ist das Blattgemüse vielleicht. Ich weiß, jetzt habe ich noch mehr. Habe ich noch mehr Rübenlager, wo was rein kann. Ansonsten würde ich vielleicht doch mal irgendwie eins bauen. Ich weiß es auch nicht so genau. Hier drüben hat ich noch eins hingestellt. Da ist der Weg aber sehr, sehr weit für den Rübenkeller. Sekunde mal, stell den mal hier hin. Mach das mal so. Der Rübenkeller gefällt mir da ein bisschen besser. Wir haben einen Angler verloren. Dann müssen wir da mal einen neuen reinsetzen. Würde ich behaupten. Wie sieht's denn jetzt mit Rüstungen aus? Haben wir da was? Keine einzige. Ja, nicht das Trauerspiel. Frag mich doch gerade was. Es gibt doch auch diese voll. Was? Ah, die machen nichts mehr. Ah, die haben ihre Steine da abgebaut alle, ne? Mal gucken. Sekunde. Arbeitsbereich. Nach hier unten verlagern. Moment. Ich wollte weiter gucken. Wo man diese Kettenhemden, diese Volllederausrüstungsdinger herkriegt, was man da machen muss für. Ja, das weiß ich nicht so genau. Mhm. Wo das herkommt, kann ich nicht so genau sagen gerade. Ich dachte, das macht der Rüstungsschmied. Die produzieren Werkzeuge, Waffen und das Zeug. Die machen das. Aber vielleicht kann ich das nochmal, warte mal. Ah, ich könnte das nochmal verbessern. Ich glaube, dann werden sie das bauen. Kann ich mir denken. Aber dafür brauche ich das hier. Und 4. 10 Menschen soll ich aufnehmen? Oh, Leute, ich würde gerne. Wirklich. Aber ich habe die Befürchtung... Komm her. Ja, ja, Wohnraumknappheit. Geh mir nicht auf Zünder. Ich arbeite an der Sache. Ja, hier passt kein Haus mehr hin. So, wie war das jetzt mit dem Theater? Ah ja, 1250 Geld wollen die dafür haben. Das wird schwierig. Es müssten noch mal ein paar Händler kommen, das würde mir wirklich helfen. Vielleicht sollte man den Handelsposten noch ein bisschen weiter irgendwie an den Stadtrand buxieren. Ah, sie haben es geschafft, da oben die Mauern zu updaten, das ist schon mal was. Dann machen wir damit nämlich jetzt direkt mal weiter und zwar, hier. Dann passt das. Ja, ja, ich weiß, Wohnraumknappheit. Sobald sie es geschafft haben, das zu bauen, hat sich das mit der Wohnraumknappheit tendenziell erledigt, aber... Ich frage mich zum Beispiel, würde es Sinn machen, ich kann irgendwie kein Gebäude updaten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass kein Geld dafür da ist. Ich transferiere mal wieder ein bisschen Geld in meinen Außenposten. Ich würde gerne hier, warum... Zum Beispiel, wo jagt der? Warum steht der da unten, wenn der da oben jagt? Das sind Sachen, die habe ich noch nicht so verstanden. Warum habe ich den da unten hingestellt? Wenn der doch hier oben seine Jagdparzelle hat. Und die auch gar nicht mehr so ausgefuchst ist. Und wo jagt der? Der jagt... Der kann nicht da gejagt haben. Der muss irgendwo anders gejagt haben. Der hat da unten gejagt. Warte. Haben wir noch irgendwo was mit Rehen? Wo man jagen kann, ohne dass man stirbt. Da haben wir zweimal Rehe, da jagt der. Mal hier außen gucken. Irgendwo. Da sind Rehe, aber da jagt er. Ich verbessere ihn mal. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, den Falschen bewegt. Aber da ist ja auch hier Zeug. Vielleicht ist ja hier drüben noch irgendwo ein Reh.
Lass mal da einen hinlaufen. Sieht irgendwie nicht nach Rehen aus. Hier unten gibt es nur Wildschweine. Was ist denn der? Das ist eine Jägerhütte. Ich habe irgendeine dahin geboxiert. Ich weiß, das ist schwierig. Das ist schwierig. Kann man auch Sammlerhütten eigentlich updaten? Und was hat man davon, wenn man das macht? Das ist aber so die nächste Frage. Was passiert da jetzt mehr? Ich habe Eisenbarren. Oh, ich habe kein Eisen mehr. Das ist vielleicht ein anständiges Problem. Moment. Wir gehen mal hier rüber. Zu meiner schicken Eisenmine. Und ballern da voll. Dann können wir das vielleicht auch verkaufen, weißt du? Das macht dann vielleicht auch Sinn. Hier wären auf jeden Fall Rehe. Und Wölfe. Und ein Riesenstein vorkommen. Habe ich was verpasst? Oh, sind Händler eingetroffen? Oh, ja, ja, auch wenn es nur 4 kostet, ich verkaufe. Da war noch was. Ich habe noch was gesehen. Oh, das gibt richtig Geld. Das ist schön. Wir könnten auch ein paar Kerzen mit reinnehmen ins Gefängnis. Hier, ich mal, pass mal auf. Bei Kerzen machen wir mal... Oh, nee, zu viele. Wir brauchen noch ein paar selber. Machen wir auf 50, so 40, 50 Kerzen. Das wäre super. Guck mal, was Waffen wert wären. Ey, Waffen wäre... Boah, Waffen wären richtig gut. Was hat er? Macht er was, was mir was bringt? Ne, er macht gar nichts, was mir was bringt. Er ist so eine Vollniete. Ah. So, ich wollte gucken. Ach, guck an. Da fehlen noch Eisenbarren. Warum? Haben wir kein Eisen? Na doch, 88. Warum transportiert ihr das nicht? Und warum sind die so ungehalten? Ich brauche einen Tempel. Das ist erstmal ganz wichtig, ein Tempel. Warum tragt ihr das Eisen nicht dahin? Was ist denn euer Problem? Priorisieren Sie das bitte. Was ist da euer Ding? Macht Eisen, Leute. Ich will wissen, warum das toll ist, wenn... Ach, die sind ungehalten, weil hier irgendwie was scheiße ist. Was ist denn hier scheiße? Ah, Nahrung, Attraktivität ist blöd, das Wasser ist nicht so gut. Ja, ich verbessere das mit Wasser. So, jetzt... Und was habe ich jetzt hier von? Ah, Leute, es ist ja noch nicht mal fertig. Ich drehe durch. Jetzt ist es soweit. Und was habe ich jetzt davon? Aha. Jetzt kann der Fallen bauen. Was ist das hier? Kleinere Kadaver. Wildschweinüberreste. Ah. Wege die Anzahl, das Fangen kleiner Tiere ist eine gute Quelle für Felle. Wo kriege ich denn Fallen her? Wer baut denn Fallen von euch? Das wird ja jetzt eine heiße Sache. Wer macht denn Fallen? Muss ja irgendeiner hier sein, ne? Aber... Nee, mach keine Fallen. Hallo, Hilfe? Wer macht Fallen? Wer ist denn hier für Fallen zuständig? Fallenmeister? Ich nix wissen. Schuhe. Körbe. Produziert Bögen. Macht der Rattenfänger was mit Fallen? Nee, der kostet nur scheiße viel Geld. Ja, nee, dann weiß ich nicht. Was sind das eigentlich hier? Eine Fassbinderei. Ah, guck an. Die machen Fässer. Da kommt das her. Jetzt verstehe ich das. Pass mal auf. Eine Fassbinderei halte ich für eine ganz total intelligente. Für komplett clever. Die stellen wir, warte, hier hin. Fassbinder da. Aber was sie jetzt mit den Fallen macht, wer die baut, wo ich die herkriege, oh, die macht er anscheinend selber. Okay. Oh, ja, der ist erstmal krank. Kann man da... Oh, geht nix. Okay. Kann ich die auch verbessern? Ah ne, die sind immer scheiße. Okay. Das wusste ich nicht. Ich würde gerne einen Tempel bauen, wenn ich ehrlich bin. Hier können wir nochmal eine zweite reinsetzen, damit zwei Wagen da sind. Kurzer Überblick über den Tempel.
Annehmlichkeiten. Tempel kostet 1000 Taler. Ich habe 2000. Das heißt, wenn ich 1000 rüber schicke, passt das. Okay. Bau einen Tempel. Den müsstest du aber so hinstellen, dass auch was... Okay, erstmal greift ein Raubtier an. Das müssen wir erstmal überprüfen. Ah, da sind die da oben. Okay, da ist, das ist Captain Petz. Also Captain Petzibär. Naja, hat Captain Petzibär nicht erwischt. Schade. Ich wollte einen Tempel bauen. Die, ist so die Frage, wo stelle ich den hin? Ich würde den gerne irgendwo zentral hinstellen. Könnten wir vielleicht... Pass mal auf, wir könnten doch drüber nachdenken, dass wir das Heilhaus hier hinstellen, oder? Wie ist denn das? Ah, das erreicht auch das da drüben nicht. Das ist ja dämlich. Wenn wir das hier hinstellen würden, wäre besser, ne? Ist die Frage, ob das da reinpasst. Oh Himmel, es ist schwierig, es ist schwierig. Wir könnten vielleicht auch einfach... Pass mal auf. oh Gott. Das macht mich alle fertig. Die Seite ist nicht gut. Aber okay, das ist dann eben halt vielleicht einfach so. Pass mal auf, wir kloppen den Tempel. Und das geht auch nicht. Geht das nicht? Können wir, pass mal auf, wir können doch das hier mal... Wie ist denn das, wenn ich das da hinstelle? Das ist auch schlecht, das geht nicht. Okay, warte, ich habe eine andere Idee. Anderer Plan. Das stellen wir dahin. Das wird jetzt ganz wild. Zwischendrin drücken wir mal X und verbessern hier den ganzen Quatsch. Ja, drücken wir mal X. Was ist denn jetzt mit dem Raubtier? Ja, das Raubtier ist doch weg. Das Raubtier ist doch weg. So, warte. Das ist der hier. Kann man da beides irgendwie... Ja, kann man. Gut. Habt ihr das jetzt abgebaut, das Ding? Wo ist ja meine Maus? Oh, ihr macht mich fertig. Hier greift ein Raubtier an. Ich freue mich. Bestimmt wieder... Ja, war Petzibär. War ja klar, dass der das ist. Weißt du, was ich mich frage? Aber das kann ja auch keinen Sinn machen, weil ich habe so viel Zeug gar nicht, was ich räuchern kann. Sag mal, Leute, kriegt ihr das hin, das Ding da jetzt abzubauen? Was ist denn los mit euch? Hier mal Prioritäten, Alter. Ich will einen Tempel bauen, bevor die Kohle alle ist. Spacken, ey. Wir brauchen auch ein bisschen Obst irgendwie. Da haben wir nicht so viel von. Ey. Ja doch, das sind... Nee, Früchte sind das, ne? Ja, sowas wie Weißdorn. Strauch, Familie, Rosengewächse. Kann man den... Warte mal. Mich würde was interessieren. Kann man den verschieben? Nee, schade. Ich dachte, den kann man verschieben, sodass man da ein Feld von bauen kann. Quasi. Habt ihr das jetzt geschafft? Nee, das kriegen die nicht auf der Reihe, ne? Da ist irgendwie kein Arbeiter für zuständig. Warum hat der keinen Bogen? Kannst du mir das erklären? Ich meine, Bögen sollten doch da sein. Moment, ich gucke, 21. 1000 Pfeile. Weiß nicht, was du für Probleme hast, mein Freund. Wir haben kein Flachs mehr. Flachs ist out. Ich muss Flachs anbauen. Irgendwo müssen wir Flachs einschieben. Kann ich hier Flachs einschieben? Nee, kein Flachs.
Bei der Fruchtbarkeit müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Dann machen wir Flachs. So. Die ist hier. Da ist Flachs noch im Rennen. Da ist die Fruchtbarkeit ultimativ hoch. Ja, hier geht's mit der Fruchtbarkeit eher so. Was aber vielleicht auch einfach an diesen Kackzwiebeln liegt. Wenn man einfach mehr Sachen hinmacht, die auch die Fruchtbarkeit ein bisschen steigert, macht das vielleicht auch Sinn. So, dann machen wir die Unkrautsache da raus, schieben das darüber und schieben das da rein und machen... Nee, dann passt keine Zwiebel mehr, ne? Passt nicht, schade. Egal. Hier ist die Fruchtbarkeit auf jeden Fall gut. Das Unkrautniveau ist top. Da können wir alles, was damit zu tun hat, erstmal rauslöschen. Und dann machen wir dafür nochmal ein zweites Buchweizen rein, weil das wäre schön. Und ein paar Möhren gehen mit, ne? Haben wir noch was Kleines? Kohl, da gehen nur Zwiebeln, okay. Hier ist die Fruchtbarkeit halt eher bescheiden. Da haben wir auch eins. Da wird jetzt aber Flachs angebaut, das ist gut. Haben sie es jetzt geschafft, das Ding zu transportieren? Ich bin ganz überwältigt. So, wir bauen einen Tempel. Zack. Dann können wir nämlich hier das abbauen, glaube ich. Wie sieht es mit der Mauer da oben aus? Ich glaube, das ist das, warum es so lange gedauert hat. Ich nix plan. Also, die ist schon ausgewählt zur Verbesserung. Es läuft nur keiner hin, weil... Ich weiß nicht, ich mache mal 8 Bauarbeiter. Vielleicht ist das mittlerweile nötig, weil die Wege so weit sind. Ich kenne mich nicht aus. Warum die alle schlecht gelaunt sind, weiß ich auch nicht. Und warum wir keine Steine mehr haben, das ist mir auch ein Rätsel. Naja, eigentlich ist es mir keins, weil ich ständig welche verbrauche, aber... Wir können ja mal gucken, ob ich noch irgendwo welche finde. Neuer Händler. Händler, das ist mein Traum. Händler sind genau mein Shit. Dem können wir endlich mal ein bisschen was von unserem guten Kram verkaufen. Das ist ein Traum. Hier, guck mal, da kann man dem... Jetzt hat er nichts mehr, ne? Haben wir den Händler pleite gemacht. Gut. Ich bin ein bisschen begeistert. Wir könnten was von ihm kaufen. Was kaufen von dem, wenn überhaupt? Irgendwas, was billig ist. Fett ist billig. Ich kaufe Fett. So. Fett gekauft. Dann können wir im Handel für Fett können wir nochmal ein paar Gegenstände verkaufen. Dann habe ich da wenigstens kein Minus gemacht. Und ich kaufe auch noch ein bisschen hier vom guten alten... War nicht so viel. Machen wir nicht so teuer, Alter. Hier. Kaufen, transportieren. So machen wir es. Finde ich so. Ich finde, so wird ein Schuh aus der Sache. Und dann können wir ihm noch weiter für 800. Können wir ihm noch das verkaufen. Hervorragend. Dann haben wir, soweit ich das beurteilen kann, kaum Verluste. Kaum. Das ist gut. Waffen wären eine tolle Sache. Bräuchte ich aber einen Waffenschmied. Was macht denn der Tempel? Der Tempel, der eiert da vor sich hin. Wir bräuchten auch ein Theater. Also wir müssen ja erstmal das Geld dahin transportieren. Und dann können wir da hinten gucken. Jetzt haben wir eine Fassbinderei. Die braucht Eisen und Bretter. Da machen wir mal zwei sollen da rein. Es sollen zwei Fässer gebaut werden. Ich meine, das bringt ja vielleicht was. Ja, das reduziert nämlich den Verderb. Und wenn man genug Fässer hat, ist Bombe. So, wie sieht es denn hier mit dir aus? Bist du jetzt hier das produktivste Elend der Welt oder ist er scheiße? Ich weiß es nicht. Bevorstehende Hitzewelle steht auf jeden Fall ins Haus. Das finde ich schon wieder richtig gut. Wir haben da oben irgendwie Raubtierangriffe. Das mit dem Händler, da war ich schon mal. Ne? Ja, dem habe ich schon versucht, was zu verticken. Der will von meinen Sachen nichts. Wir haben nur noch 41 Steine. Raubtier greift an. Das ist bestimmt wieder der Bär. Ah, es ist immer der Bär. Irgendwie denke ich, dass der Bär jetzt was killt. Wobei ich nicht weiß, ob er den Wagen killen kann. Es scheint nicht so zu sein. Jetzt hast du ihn endlich erlegt. Das ist Wahnsinn. Das Graub greift noch ein Raubtier an. Moment, wo ist denn das jetzt? Ah, hier unten ist auch noch ein Bär. Überall Bären. Das ist Bären City hier. Oh, der bleibt sogar stehen und lässt sich erschießen. Wenn du da weiterläufst, läufst du direkt in den nächsten, ne?
das ist eigentlich ist das schön. Also für mich. Also falls der den denn mal erschießen möchte. Nee, möchte er nicht. Okay, dann lässt du das. Was macht der Tempel? Aha, Tempel, dieser Reliktplatz steht zur Verfügung. Kann ich jetzt hiermit irgendwas machen? Ah, wir können das ausgraben. Hervorragend. Das ist ja richtig gut. Da können wir jetzt, da schicken wir mal 4 hin. Und das priorisieren wir. Ich bin interessiert. Ich habe Feldfrüchte wegen Fäulnis verloren. Das ist super. Ich bin total begeistert. Ich bin interessiert, was da jetzt bei rauskommt. Was ich mich auffrage. Das ist eine Sammelhütte. Ah, der sammelt da. Der sammelt da. Hier unten hätten wir auch noch was wir sammeln könnten. Ich weiß nicht. Da war das auch nicht so viel, ne? Hier unten ist nochmal reichlich Zeug. Da könnten wir noch was hinstellen. Jetzt mal auf Nahrungsressourcen bauen wir noch eine Sammelhütte und bauen die direkt hier an Eingang. Ah, da ist, siehst du den Fortschritt. Das ist cool. Dann müssen wir mal abwarten. Da sind ja noch ein paar, die man dann ausgraben könnte. Ist das zufällig der Angler? Ah, das ist der Fischer. Wie sieht es denn hier mit Rüstungen aus? Rüstungen am Start? Alle. Nur keine Schilde. Okay.